Steht Tesla tatsächlich vor dem Aus? Ja, das ist die große Frage, die man sich stellt, wenn man die Schlagzeilen dieser Tage überfliegt. Und das wollen wir in diesem Video auch ein bisschen näher betrachten. Des Weiteren seht ihr in diesem Video auch die charttechnische Betrachtung, also wie wir quasi in unserem Trading Framework von der Konditionierung bis über den Setup hin zur Ausführung kommen könnten. Ja, das ist das, was ihr im Video seht, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bis gleich. Ja, könnten die Schlagzeilen von Tesla aktuell ja schlimmer sein, beziehungsweise schlimmer für Investoren, die in den Aktien sind, oder auch Kleinanleger, die in der Aktie vorhanden sind? Ich weiß es nicht. Was sind die Schlagzeilen denn überhaupt? Ja, also diese Woche waren die Schlagzeilen, dass Tesla zum Beispiel anfängt, Stellen abzubauen. In San Mateo, Kalifornien, wird ein ganzes Team, ein ganzes Büro geschlossen, 200 Mitarbeiter davon betroffen. Ja, dort wurde im Endeffekt der automatische Fahrassistent entwickelt. Ja, diese Mitarbeiter werden dann ab Juli keinen Job mehr haben bei Tesla, und das Ganze könnte im Prinzip erst der Anfang einer größeren, ja, Restrukturierungsmaßnahme sein, weil, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, plant Tesla tatsächlich 10% seiner festangestellten Belegschaft abzubauen. Wie kommt es dazu? Wenn man ein bisschen weiter stöbert in den Schlagzeilen, dann findet man noch die Schlagzeile: Teslas Vorsprung schmilzt. Ja, also wie quasi das Eis in der Sonne schmilzt der Vorsprung von Tesla, und Konkurrenten wie zum Beispiel der Volkswagen-Konzern wittern die Chance, Tesla zu attackieren. Ja, in der Technologie, in Marktanteilen und so weiter und so fort. Des Weiteren liest man, dass Elon Musk auch seine neuen Produktionsanlagen als Geldverbrennungsöfen bezeichnet. Dieses Gesamtpaket der Schlagzeilen lässt darauf schließen, dass Tesla ein Kostenproblem zu haben scheint. Ja? Und ich denke, das ist im Moment die Phase des Marktes, wo wir, ja, in der wir noch sehr, sehr viele andere Firmen auch mit ähnlichen Aktionen sehen werden. Das heißt, geht Tesla jetzt direkt bankrott? Ich mag es bezweifeln. Aber es gibt Chancen, die wir als Trader von Aktien nutzen können. Und das wollen wir uns jetzt im Chart uns direkt anschauen. Ja, die technische Analyse der Tesla-Aktie heute in 4 Schritten. Wir fangen an, wie üblich, mit dem Kapitalfluss. Kapitalfluss sieht hier bei der Tesla-Aktie sehr gut aus im Moment. Das heißt, wir sehen Investoren, die bei der Aktie zugreifen. Wir sehen auch das Zyklusmodell, das uns unterstützt hier, um die Aktie eventuell in der nächsten Zeit steigen zu sehen. Ja, wir haben aktuell einen Gesamtmarkt, der fällt, deswegen immer mit Vorsicht zu genießen, aber die technischen Indikatoren, wie jetzt hier der Kapitalfluss und auch das Zyklusmodell, sind aktuell positiv. Gehen wir den zweiten Schritt und schauen uns an, was sagt die Saisonalität, was sagt uns der Sentimentindikator. Ich bin hier jetzt auf dem Tageschart, ich wechsle ganz fix auf den Wochenchart, weil wir hier sehen, dass die Saisonalität in der Tesla-Aktie tatsächlich ansteigt. Das würde mit zum Geldfluss passen, zum Kapitalfluss, der in die Aktie reinfließt, und auch zum Zyklusmodell passen. Das heißt, wir haben den dritten Support, der hier, oder die dritte Unterstützung, die hier zu unserer Marktcondition und zum Setup letztendlich dann beiträgt. Einzig das Sentiment, im Moment spielt es nicht so gut mit. Das heißt, wir sind hier im Moment im neutralen Bereich, das heißt, wir sind nicht extrem aufgestellt, was das Sentiment antritt, was das Sentiment anbetrifft. Das bedeutet letztendlich, dass wir hier auch keine Unterstützung aus dem Sentimentbereich bekommen auf dem Wochenchart. Anders sieht es aus auf dem Tageschart. Das Tageschart ist hier schon ziemlich negativ eingestellt, und auch hier zeigt ein Blick in der Vergangenheit, dass das Sentiment auf der Tesla-Aktie sehr, sehr gut funktioniert. Und auf dem Tageschart sieht er schon relativ gut aus. Gehen wir den nächsten Schritt und schauen uns an, wie letztendlich der Trend ausschaut. Trend ist absolut im Moment zur Seite geneigt. Das heißt, wir haben hier den Trendindikator oder den Preis der Aktie, der liegt bereits wieder über dem Trendindikator, was auch positiv zu werten ist. Aber die Struktur des Marktes zeigt uns nach wie vor, wir hatten einen Abwärtstrend und sind jetzt hier im Moment zur Seite geneigt, deswegen auch die Unterstützung hier zwischen $620 bis hoch zu $640 wäre quasi unsere Landing
Zone, die wir gerne sehen wollen, um dann eventuell auf Short-Ideen einzugehen. Ja, das im Endeffekt waren jetzt die ersten drei Schritte. Wir brauchen, um die Idee dann herauszuarbeiten, letztendlich noch den sogenannten VIX-Indikator, und dieser Volatilitätsindex, der sollte hier fallen, damit wir hier auch tatsächlich dann in eine, ja, in eine Long-Bewegung gehen. Aber mehr dazu in der Trading-Idee. Die Trading-Idee von Tesla wäre an der Stelle jetzt erstmal Long, wenn die Unterstützung hält. Wo haben wir die Unterstützung? Die Unterstützung haben wir ungefähr zwischen 640 bis runter auf 620 Dollar. Dort wäre ein Unterstützungsbereich, der im Moment anvisiert wird. Das heißt, die Aktie, wenn wir hier mal auf einen, können hier mal umstellen, auf einen Candlestick-Chart, sieht man relativ deutlich, dass die Aktie sich hier auf den Weg macht in den Unterstützungsbereich. Wir hatten gestern, kamen wieder etwas Verkäufer mit in den Markt rein. Aber definitiv ist dieser Hammer an der Stelle hier jetzt nicht wirklich sehr positiv zu bewerten, weil er einfach von der Location, also von der Verortung her, nicht an der richtigen Stelle liegt. Wäre der Hammer hier an der Stelle, wäre das natürlich viel besser, weil dann hätte man ihn direkt am Support und hätte dann auch ein deutlicheres, wäre ein stärkeres Signal einfach. Also ich gehe davon aus, dass die Aktie hier nochmal in den Bereich runterfallen könnte, Richtung 630 zu 620, 640 in dem Bereich irgendwo. Und dann müsste man beobachten, ob dort ein Wendepunkt stattfinden könnte. Ja, das heißt, wir gehen dann im Endeffekt her und schauen uns an, ob wir hier einen Strukturwechsel bekommen können. Wir können hier im Moment keine Trendlinie ansetzen. Das ist ein bisschen problematisch. Das heißt, wir würden uns zur Hilfe nehmen, zum Beispiel den sogenannten VIX-VIX. Ja, ich nehme hier auch nochmal die Candlesticks her und nicht die Range-Charts, sondern und nehme hier nochmal diese horizontale Linie, die ich mir reinlege, ja, zwischen 640 und dann noch eine zweite hier bei 620, so in diesem Bereich. Das wäre der Auffangbereich für die Tesla im Moment. Und dann hätten wir hier auch schon die Möglichkeit, über den sogenannten VIX-VIX, ja, wenn der sich jetzt im Endeffekt hier nach oben bewegt, könnte man dann hier den Bruch, ja, so einen Trendline-Bruch im Endeffekt handeln. Da brauchen wir aber noch so ein bisschen Power nach oben. Das dauert noch so den einen oder anderen Tag. Und man würde dann versuchen, eine Geschichte zu handeln, die in etwa so aussehe, dass man dann hier einen Bruch der Trendlinie bekommt mit einer Bestätigung und dann versucht, den einen oder anderen Tag mit nach oben wegzunehmen. Ja, man könnte zum Beispiel auch hier so ein Bullish Engulfing, wie es hier der Fall war, direkt mit einem Ausbruch über das Hoch handeln und dann zwei Tage mit der Aktie mitschwimmen. Die ersten Ziele auf der Long-Seite wären dann die Widerstände bei 740 respektive 788, 790 in dem Bereich. Und ja, das wäre die Trading-Idee für die Tesla im Moment. Gilt so lange, wie dieser Support hält. Hält der Support nicht, ist diese Idee quasi hinüber und müsste dann revidiert werden, beziehungsweise müsste man dann schauen, wie man mit dieser Aktie weiterhin umgeht. Das war es auch schon zur Trading-Idee. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten Teil des Videos. Ja, dann herzlich willkommen zum allerletzten Teil, dem Bonus. Heute der VIX-Indikator. Ich hoffe, die Idee hat euch ein bisschen gefallen. Die basiert auf diesem VIX-Indikator. Wir wollen den jetzt in dem Abschlussvideo oder in der Abschlusssequenz euch ein bisschen näher vorstellen und gehen dazu, bleiben natürlich in der Tesla, schauen uns aber im Chart natürlich dann auch an, wie man mit so einem Volatilitätsindikator umgehen kann. Ja, das heißt, man zieht ja nur eine Linie und klar, man sieht im Nachhinein immer sehr, sehr gut, dass es gut funktioniert hätte, aber wie kann ich denn letztendlich mit diesem Indikator oder auf was muss ich achten, wenn dieser Indikator tatsächlich anschlägt? Ja, eine ganz einfache Vorgehensweise und Tipp wäre hier, man arbeitet mit grafischen Tools, man nutzt zum Beispiel, hier habe ich die Trendlinie angelegt und es ist ja bekannt, ja, wenn der VIX-Indikator quasi in die Höhe schnellt, dass man dann relativ unmittelbar vor einem Wendepunkt stehen kann. Wenn ihr mehr Informationen zum Handel mit dem VIX verstehen wollt, dann könnt ihr auch dieses Video euch anschauen, das ich jetzt oben einblende. Da werde ich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Hier nochmal nur ganz kurz der Hinweis, was auf was zu achten ist. Ja, man schaut im Endeffekt dann mit der Trendlinie an und fängt an und sagt, okay, wenn so eine Trendlinie gebrochen wird, könnte das für den Markt oder für das Einsteigen in so einen Markt
sehr, sehr gut sein. Man muss ein bisschen darauf achten, dass die Werte dann auch tatsächlich zum Beispiel über 30 liegen, ja, so wie jetzt momentan, da liegt der VIX auch wieder über 30 und dementsprechend wäre jetzt hier gegeben, dass man sich nach einem Signal Ausschau hält. Ja, und wenn man sich die Signale mal schon anschaut, dann sieht man doch recht deutlich, hier war über 30, dann fällt er runter, kurzfristiger Anstieg der Aktie, wieder über 30, abfallen, Anstieg der Aktie über mehrere Wochen hinweg. Dann steigen wir hier, bleiben wir noch knapp unter 30, hier steigen wir wieder über 30, wir haben hier wieder ein Abfallen, eine kleine Kaufwoche, da hätten wir nicht viel Profit rausschlagen können, ihr seht auch hier, dieser Indikator ist auch nicht vor Fehlsignalen gefeit, aber wir steigen dann wieder über 30 hinweg, fallen wieder drunter und dementsprechend haben wir wieder einen mehrwöchigen Anstieg und hier in dem Moment warten wir jetzt auf das Fallen unter 30 und dann hätten wir quasi wieder eine Möglichkeit, Long-Einstiege zu suchen, so wie in der Trading-Idee dann auch vorgestellt. Das war der kleine Bonus für heute. Die Idee habt ihr gesehen, die Chartanalyse habt ihr gesehen, die Schlagzeilen habt ihr gesehen. Damit seid ihr für die Tesla bestens vorbereitet. Bei Fragen nutzt die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abonnement und freue mich dann, euch beim nächsten Mal hier im nächsten Video bei InflowTrade 15 begrüßen zu dürfen. Das war der Frank, ciao.